Bei dem Hühnerstallprojekt geht es eigentlich um ein Legenest. Und zwar um smartes Legenest, das Hobbyzüchtern helfen soll, die Legeleistung von ihren Hühnern zu beurteilen. Wir haben ein Legenest mit drei einzelnen Boxen. Und das Ziel ist, dass das System erkennt, ist ein Huhn in der Box und legt das Huhn auch ein Ei. In unserem Legenest arbeiten zwei Systeme. Eins erkennt, wann ein Huhn in ein Abteil geht und wie lange es dort verweilt. Das zweite kann erkennen, ob ein Ei gelegt wurde. Dafür ist ein Taster in einer Eierrutsche verbaut, auf die die Eier nach dem Legevorgang rollen. Durch die Rutsche wird zusätzlich gewährleistet, dass man die Reihenfolge der gelegten Eier nachvollziehen kann. Um das Legenest einem Testlauf unterziehen zu können, hatten wir die Möglichkeit, auf dem Hühnerhof eines Projektmitglieds einen kleinen Testhühnerstall aufzubauen. 10 Hühner zogen bei Bayers Hofverkauf in den selbstgebauten Stall ein. So war es uns möglich, das Produkt in der Praxis zu testen. Das von uns konstruierte und entwickelte Legenest verfügt über 3 Kabinen. Jede Kabine ist mit 2 Systemen ausgestattet. Das erste System ist die RFID-Überwachung. Jedes Huhn ist mit einem eigenen Tag ausgestattet, was eine eindeutige Identifikationsnummer hat. Sobald sich ein Huhn in einer der 3 Kabinen befindet, wird dieses vom Lesekopf, der sich auf der Rückwand der Kabine befindet, erkannt. Dadurch wissen wir genau, zu welcher Uhrzeit und zu welchem Zeitpunkt sich zum Beispiel Huhn 1 in Kabine 1 befindet oder Huhn 8 sich in Kabine 2 befindet. Parallel dazu ist jede Kabine zusätzlich mit einem Schalter ausgestattet. Dieser wird aktiviert, sobald das Huhn das Nest betritt. Im gleichen Zug wird die Kabine von außen gesperrt. Das verhindert in 90% der Fällen, dass sich 2 Hühner gleichzeitig in einer Kabine befinden. Hat ein Huhn nun ein Ei gelegt, fällt dieses Ei durch das Loch auf unsere selbst konstruierte Rutsche, welches einen zusätzlichen Schalter verbaut hat, der uns rückmeldet, dass jetzt ein Ei gelegt wurde. Außerdem können wir durch die Rutsche genau sagen, welches Huhn welches Ei gelegt hat. Über einen Windows-Rechner, der sich außerhalb vom Stall befindet, werden beide Systeme manuell abends gestartet und am nächsten Tag nachmittags beendet. Anhand dieser Daten lässt sich dann genau sagen, welches Huhn zu welcher Zeit welches Ei gelegt hat.